Landtalk im Landtag. Herzlich willkommen heute im Maximilianeum. Präsidentin Ilse Aigner hatte diesmal launige Gäste aufs Podium geladen. Kein Wunder bei dem Thema Humor und Politik. Für die richtige Einstimmung sorgte gleich Kabarettistin Luise Kinseher, bekannt unter anderem als Mama Bavaria. Alle werden auf Markus Söder schauen, wie in seinem Armani-Raumanzug das staatseigene weiß-blau geratete Space Shuttle besteigt. Und dann kommt aber von hinten der Hubert Aiwanger angedackelt und ruft: Holt, ich will auch noch mit in die Rakete. Volkssänger und TV-Moderator Jürgen Kirner, Musikkabarettist Roland Hefter, Newcomer-Comedian Martin Frank, Kabarettistin Luise Kinseher und der Medienwissenschaftler Prof. Dr. Andreas Dörner diskutierten zusammen mit Ilse Aigner und Co-Moderator Alexander Holt über Fragen wie: Darf Politik witzig sein? Müssen Politiker alles einstecken? Oder dürfen Politiker witzig sein? Das Risiko ist da am größten, wo talentfrei versucht wird, lustig zu sein. Das passiert ab und zu in der Politik auch. Die schlimmste Gefahr ist dann gegeben, wenn man es einfach nicht kann. Ein Abend mit vielen lachenden Gesichtern im Maximilianeum und der Erkenntnis, Politik und Humor, das geht. Der Landtalk im Landtag, eine Veranstaltungsreihe, die Laune macht. Humor und Politik, ich glaube, das braucht es auch. Weil zum Beispiel, ich verstehe viele politische Themen nur durch Humor, wenn es humoristisch aufbereitet sind. Und deswegen gibt es ja mir. Und ich bin froh, dass es Humor in der Politik gibt, weil sonst war ich wahrscheinlich arbeitslos als Kabarettist. Ja, es war auf alle Fälle eine unglaublich spannende Veranstaltung und sehr vielseitig, weil Spaß hat natürlich viele Facetten. Und es waren lauter Profis heute auf dem Podium, die ihren eigenen Beitrag dazu geleistet haben. Und das freut mich ganz besonders.